Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir in weniger als 4 Minuten, wie man die Funktion f von x ist gleich 3x² minus 12x minus 63, die ja hier in ihrer Normalform gegeben ist, in die sogenannte Scheitelform umwandelt. Dieses Verfahren benötigst du beispielsweise, um den Scheitelpunkt einer quadratischen Funktion zu bestimmen. Dabei spielt übrigens keine Rolle, ob hier vorne f von x oder y steht. Es funktioniert beides mal gleich. Als erstes teilst du die gesamte Funktionsgleichung durch die Zahl vor dem x². Also in diesem Fall durch 3. F von x geteilt durch 3, das schreibst du einfach so hin. Am besten als Bruch. Also oben im Zähler f von x, dann den Bruchstrich und dann die 3. Dann ergibt 3x² durch 3 einfach x² und minus 12x geteilt durch 3 ist minus 4x und minus 63 geteilt durch 3 ergibt minus 21. Am besten schreibst du dir das alles noch direkt mit einer Lücke nach dem x auf. Denn jetzt musst du quadratisch ergänzen. Hierzu nimmst du die Zahl vor dem x ohne das Vorzeichen zu beachten und teilst sie zunächst durch 2. 4 geteilt durch 2 ergibt 2. Diese Zahl wiederum, also die 2, nimmst du anschließend noch hoch 2. Das ergibt 4. Und schon hast du die Zahl, die du in der Lücke quadratisch ergänzen musst. Das bedeutet in diesem Fall, du schreibst einmal plus 4 und dann noch minus 4. Dadurch, dass du die 4 einmal hinzuzählst und dann wieder abziehst, veränderst du nichts am Gesamtwert der Funktionsgleichung. Auf den ersten Teil hier, also auf x² minus 4x plus 4, wendest du jetzt die binomischen Formeln an. Hierzu machst du dir eine Klammer hoch 2 und in deren Mitte platzierst du dieses Vorzeichen. Also in diesem Fall ein Minus. An die erste Stelle in der Klammer kommt die Wurzel aus x², also x, und an die zweite Stelle in der Klammer kommt die Wurzel aus 4, das ist 2. Jetzt hast du aus x² minus 4x plus 4 x minus 2 in Klammern hoch 2 gemacht. Und minus 4 minus 21 fasst du einfach noch zu minus 25 zusammen. Erinnerst du dich noch ganz an den Anfang, als wir durch 3 geteilt haben? Diesen Schritt machen wir jetzt wieder rückgängig, indem wir die gesamte Funktionsgleichung mal 3 nehmen. So steht auf der linken Seite der Gleichung wieder nur f von x und auf der rechten Seite der Gleichung 3 mal x minus 2 in Klammern hoch 2 und 3 mal minus 25, was minus 75 ergibt. Und das war's. Denn schon hast du die Funktion f von x ist gleich 3x² minus 12x minus 63 von ihrer Normalform in ihre Scheitelform f von x ist gleich 3 mal x minus 2 in Klammern hoch 2 minus 75 umgewandelt. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen. Und wünsche dir noch viel Erfolg beim Umwandeln von der Normalform in die Scheitelform. Vielleicht helfen dir auch noch diese beiden Videos hier von mir weiter. Bis bald!